shake it down. Mann, Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe einen neuen Money Glitch für euch am Start. Und zwar, der ist super einfach, auch wenn es sich jetzt vielleicht im ersten Moment schwer anhört. Aber bei uns hat es wirklich beim ersten Mal funktioniert. Und das ist wirklich gar kein Problem, den zu machen. Ihr müsst einfach nur ein paar Schritte machen, aber die sind so einfach, wo man eigentlich fast nichts falsch machen kann. Aber kommen wir jetzt erstmal zu dem, was ihr dazu braucht. Und zwar, ihr braucht einen Kumpel, der einen anderen Zielmodus hat als ihr. Am besten sagt ihr eurem Kumpel, er soll in die Story gehen und den Zielmodus auf freies Zielen umstellen. Anschließend soll er einer öffentlichen Online-Sitzung beitreten, während ihr gerade zum Beispiel in einer Freundessitzung seid. Zusätzlich braucht ihr noch ein Clubhaus, wo so ein zusätzliches Stockwerk oben drauf hat. Und ihr braucht noch, wie immer, natürlich so eine Garage bei euch im Clubhaus. Falls ihr noch keine Werkstatt bzw. so eine Garage mit Mechaniker bei euch in eurem Clubhaus habt, dann geht ihr einfach ganz kurz in euer Internet und renoviert mal ganz kurz euer Clubhaus und fügt einfach da so eine Garage hinzu. Ich zeige es euch gerade mal, was ihr dazu machen müsst. Und zwar, das ist mein Clubhaus, mit dem ich es gemacht habe, und da funktioniert es auch. Und jetzt geht ihr einfach mal auf so ein Clubhaus drauf, geht auf Werkstatt, klickt dann hier auf X und dann habt ihr diese Werkstatt, und dann müsst ihr es einfach nur kaufen bzw. renovieren, dann habt ihr die Werkstatt. Es funktioniert leider nur mit so einem Clubhaus mit einem Stockwerk drauf und zu einer Werkstatt. Danach geht ihr einfach mal aus dem Clubhaus raus und checkt mal eure Garagen, weil ihr vielleicht noch irgendwas umparken müsst. So, wenn ihr dann draußen angekommen seid, öffnet ihr mal euer Handy, einfach nur mal ganz kurz zum Checken. Und zwar ruft ihr euren Mechaniker an und schaut die allererste Garage, die dort angezeigt wird, was dort für Autos drin sind. Und dort ist es wirklich ganz wichtig, also bei mir ist es die Alta Street, dass ihr da einen einzigen freien Platz habt. Also ich habe jetzt hier 5 Sultans drin, 2 RE7B, ein Orakel und nochmal ein Sultan, also 9 Stück. Das heißt, ihr habt noch einen freien Platz und es ist wichtig, den braucht ihr. Dann braucht ihr noch eine weitere Garage, die komplett voll ist und ein Auto drin ist, wo ihr duplizieren möchtet. In meinem Fall ist es der Sultan RS. Und falls die Garage aber nicht voll sein sollte, dann haut am besten die ganze Garage voller Elegies rein, weil der ist einfach kostenlos und ihr braucht auf jeden Fall die Elegies dazu, ja, um das Ganze mit Bypass verkaufen zu können. So, zusätzlich braucht ihr noch einen Job, den ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt habe, für die PS4 und funktioniert natürlich auch für den PC. Ich habe euch beide Jobs mal unten rein verlinkt. So, dann startet ihr dieses Rennen, das heißt Tutu Facile Français, das ist auch der Founder von dem Glitch, auch den verlinke ich mal unten in die Videobeschreibung, könnt ihr auf jeden Fall auschecken, falls ihr ihn versteht. So, wenn ihr das dann alles habt, dann kann es eigentlich schon losgehen, ist nicht viel, nur es braucht halt ein bisschen Vorbereitungszeit. Danach startet ihr diesen Job und sobald ihr dann in dem Jobmenü drin seid, dann öffnet ihr euer PSN-Menü, geht unter Freunde und tretet dem Freund bei, der ein anderes Zielen hat als ihr, also einen anderen Zielmodus hat als ihr. Und der sich auch in der öffentlichen Lobby befindet. Wenn ihr dem dann beigetreten seid, dann kommt hier diese Meldung. Die müsst ihr dann die erste mit X bestätigen. Und dann kommt eine weitere Meldung und dort müsst ihr einfach nur Kreis drücken. Wenn ihr dann alles richtig gemacht habt, dann verlässt ihr automatisch das Clubhaus und steht dann draußen vorm Clubhaus. Nun müsst ihr nur noch das Handy öffnen, euren Mechaniker anrufen und dort diesen Lowrider bestellen, beziehungsweise in meinem Fall den Sultan RS, wo auch die ganzen Elegies drinstehen. Also das Auto, wo ich halt duplizieren möchte. In meinem Fall war es das Bay City Avenue Apartment Gedönse da. Und diesen Sultan, den bestelle ich mir jetzt mal. Sobald das Auto dann gespawnt ist, müsst ihr einfach nur einsteigen und zu diesem Apartment fahren, wo ich euch am Anfang gesagt habe, wo ganz oben bei euch dran steht, wenn ihr einen Mechaniker anruft. Also dieses Apartment oder beziehungsweise diese Garage, wo noch ein Platz frei ist, wo aber 9 andere Fahrzeuge drinstehen. Bei mir war es einfach das Alta Street und sobald ihr dann dort angekommen seid, müsst ihr es einfach so, wie ich das gerade im Video gemacht habe, einfach irgendwo in der Nähe von der Garage parken, das Auto. Danach braucht ihr jetzt noch ein Straßenfahrzeug, das irgendwo rumsteht oder auf der Straße sich befindet und fährt genau in diese Garage rein. Und jetzt ist es ganz wichtig, in dem Moment, wo das Garagentor aufgeht und ihr in der Cut-Szene wie jetzt seid, müsst ihr in dem Moment, wo die anfängt, den linken und den rechten Stick nach oben drücken und gleichzeitig R2 zum Gas drücken machen. Wenn ihr dann alles richtig gemacht habt, dann kann es unter Umständen ein bisschen dauern, dass ihr in der Animation hängen bleibt, aber wenn dann alles passt, dann seht ihr schon wie im Hintergrund, dann fliegt ihr einfach nur durch die Map durch. Wenn es nicht geklappt hat und ihr wirklich in der Luft gefroren seid, was auch manchmal passiert, dann müsst ihr einfach nur Selbstmord machen und den ganzen Schritt mit dem Straßenfahrzeug wieder reinfahren, nochmal neu machen. Wenn ihr dann jetzt hier so angekommen seid, könnt ihr nichts machen, also ihr könnt nicht fahren, keiner kann ansteigen, also ihr seid auch quasi im God-Mode und könnt wirklich gar nichts mehr machen. Jetzt muss euer Freund wieder in eure Sitzung beitreten und einfach nur das Auto zerstören.
Bevor euer Freund wieder in eure Sitzung beitritt, muss er den Zielmodus von freien Zielen wieder auf unterstütztes Ziel machen, beziehungsweise ihr beide müsst jetzt wieder denselben Zielmodus haben, damit er in eure Sitzung beitreten kann. Falls es zu Netzwerkfehlern kommt oder Zeitüberschreitungen wie in meinem Fall, müsst ihr leider einen dritten Freund hinzuholen, der dann in eure Sitzung beitritt und das Auto, wie ihr das im Hintergrund seht, einfach nur zerstört. Jetzt müsst ihr wieder zu dem Auto, wo ihr duplizieren möchtet, hinlaufen, also in dem Fall den Karin Sultan RS, einfach nur einsteigen und das ihr Steuerkreuz nach rechts drücken. Und dann seht ihr schon, dass ihr die Animation von der Garage bekommt aus irgendeinem Grund. Und jetzt müsst ihr nur irgendein Bauteil ändern. Ich würde euch empfehlen, das Ganze mit dem Nummernschild zu machen, weil es einfach am günstigsten ist. Wenn ihr das dann gemacht habt, müsst ihr einfach nur mit Kreis wieder aus der Garage rausfahren. Und dann seht ihr schon, dass ihr hier in so einem Buggy-Freeze-Modus seid, aus dem ihr selber nicht mehr rauskommt. Jetzt ist es nämlich ganz wichtig, dass euer Freund irgendeinen Job startet. Es spielt überhaupt gar keine Rolle, was für ein Job. Und sobald er in dem Job drin ist, muss er euch Bescheid geben, dass ihr ja ihm quasi nachjoinen könnt. Dann betretet ihr einfach den Job von eurem Freund. Sobald ihr dann hier in dem Menü seid, müsst ihr einfach nur wieder verlassen und alles hat geklappt. So, und das war es eigentlich schon fast mit dem Glitch. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, damit das Auto zu 100% dupliziert wurde, ihr müsst in das Auto einsteigen und in die Garage reinfahren, wo die ganzen LEDs drin sind und wo der Sultan RS eigentlich ursprünglich herkam. Sobald ihr in der Garage angekommen seid, kommt die Meldung, dass die Garage voll ist. Dann müsst ihr natürlich mit X bestätigen, ein LEG ersetzen und ihr seht, bams, habt ihr zwei Sultan RS bei euch in der Garage. Den könnt ihr jetzt verkaufen und bekommt um die 750 bis 800.000 Dollar, je nachdem wie voll ihr das Auto gemacht habt. Und um den Glitch jetzt einfach zu wiederholen, müsst ihr einfach die ganzen Schritte nochmal neu machen. Ich denke, mit der Vorbereitungszeit, wo es ein bisschen länger dauert, ist es vielleicht ein bisschen kompliziert, aber wenn ihr das ein- oder zweimal gemacht habt, ist es super einfach und ich denke, das kriegt jeder von euch hin. So, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, würde ich mich natürlich tierisch über ein Like freuen. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Ich bin an der Stelle raus, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut's rein, macht's gut. Ciao, euer Zeddy. Und bevor ich es vergesse, erstmal vielen Dank, Lukas, dass du mir dabei kurzfristig geholfen hast. Grüße gehen an dich raus, Lukas. Also Jungs, haut's rein, macht's gut. Ciao.